Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 6. August. Heute haben wir dabei die Corona-Warn-App, Instagram Reels, Instagram Stories, Samsung Unpacked und Tinder Platinum. Beginnen tun wir mit der Corona-Warn-App. Falls ihr die noch nicht installiert habt, dann tut dieses doch gerne, denn je mehr sich sie installieren, desto besser ist es für alle. Bislang haben das 16,6 Millionen gemacht, das ist Stand 4. August. Und man weiß jetzt auch, wie sich das aufsplittet zwischen Google und Apple. 8,8 Millionen sind aus dem Play Store von Google und 7,8 Millionen sind aus dem Play Store, aus dem App Store logischerweise, von Apple. Interessante Zahlen, also fast gleich auf, ein bisschen vorne Google logischerweise. Viel interessanter die nächste Zahl. 1053 Tanz wurden seit dem 17. Juni herausgegeben. Und Tanz bekommt man, wenn man einen positiven Test hat und kann dann mit dieser TAN in der App bestätigen, dass man positiv ist, damit die anderen entsprechend gewarnt werden. Ob das dann auch alle getan haben, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ich bin wirklich interessiert, wie das weitergeht auch mit der App. Und wie gesagt, wenn ihr sie noch nicht installiert habt, tut dieses gerne. Aber jetzt zu den anderen Themen. Instagram Reels, das ist ja der TikTok-Konkurrent von Instagram. Keine eigene App, sondern eine Funktion innerhalb von Instagram, die wir auch in Deutschland testen konnten. Und nun wird sie auch final eingeführt, sprich jeder Nutzer wird sie bekommen. Noch nicht alle haben sie anscheinend. Und dann schauen wir mal, wie sich Instagram Reels so entwickelt. In den Instagram Stories gab es auch diverse Änderungen, auch gerade im User Interface. Und jetzt hat Instagram auch noch 4 neue Schriftsätze hinzugefügt. Und unter anderem einem, der fast aussieht wie Comic Sans, der beliebteste Schriftsatz von uns allen, glaube ich. Ja, also damit könnt ihr jetzt vielleicht in den Stories andere Leute in den Wahnsinn treiben. Viel Spaß dabei. Samsung Unpacked, das war der große Samsung-Event gestern, wo ganz viele neue Geräte vorgestellt wurden. Galaxy Buds Live, Galaxy Watch 3, Note 20, Note 20 Ultra, Tab S7, Tab S7 Plus, und so weiter. Guckt euch alles im Netz an, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Aber viel interessanter ist, dass vor der Vorstellung gestern um 16 Uhr deutscher Zeit, dass da schon ein Videoleak im Internet war. Und um genau zu sagen, auf Twitter, wo alle Produkte sich schon angeguckt werden konnten. Das wird Samsung nicht gefallen haben, aber ja, haben sie halt Pech gehabt. Zumindest ist es nur kurz vorher passiert und nicht Wochen vorher. Obwohl, viele Neuigkeiten gab es ja auch nicht, vieles war eh schon bekannt, das ist ja auch bei Apple mittlerweile so. Und letztes Thema für heute, Tinder. Die Mutterfirma von Tinder, das ist die Match Group, die haben im Rahmen eines Investoren-Calls an der Börse jetzt auch neue Informationen zu Tinder rausgegeben und sie haben bestätigt, dass Tinder Platinum kommen wird. Das ist die nächste Stufe. Es gibt schon Tinder Gold. Mit der kann man ganz viele Sachen machen, mehr Matches. Man kann früher sehen oder man kann Matches zurücknehmen oder was weiß ich. Ich kenne mich da nicht so aus. Und was ist Tinder Platinum? Man weiß es nicht. Es wurde wohl getestet. Es gibt auch ein paar Screenshots im Netz, wo Leute das schon entdeckt haben. Aber logischerweise einfach für mehr Geld kann man dann wohl noch mehr früher machen als normale Nutzer, wie zum Beispiel Leuten eine Nachricht schicken, bevor man ein Match macht, was die ganze Sache ein bisschen ab Absurdum führt, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz, da scheint Geld zu machen, da läuft das Geld und das wird sich die Match Group nicht entgehen lassen. Von daher, das war's für heute. Habt einen großartigen Donnerstag, bleibt positiv und dann hören wir uns hoffentlich morgen zum Ende der Woche nochmal wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.